Was geht ab, Freunde? Ich habe gerade den Stream beendet. Ich nehme euch heute mal mit. Wir gehen nach Hause, wir besuchen meine Familie. Ich war jetzt die letzten Tage nicht zu Hause wegen dem ganzen Watto-Event und sowas. Wenn euch die Vlogs gefallen, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo auf dem Kanal. 450.000 Abonnenten. Aha. Ich zieh mir kurz was anderes an erstmal und dann gehen wir los. Es ist schon relativ spät. Es ist 2 Uhr. Kann sein, dass nur noch meine Brüder wach sind. Aber ist egal. Hauptsache, ich sehe meine Familie. Das ist wichtig. Familie ist wichtig, Chat. Wenn ihr nicht mehr zu Hause wohnt, geht oft genug eure Familie besuchen, weil im Endeffekt ist Familie das Einzige, was bis zum Ende bleibt. Selbst Justin hinter der Kamera bleibt nicht für immer. Nur Familie. Ist das Spaß, Justin? Bruder, du bist doch wie Familie. Ich kenne dich seit 3 Jahren. Spaß. Scheiß auf dich. So, merkt ihr? So krass. So krass. Nein, komm, eingeworfen jetzt, komm. Ernst, komm. Let's go, gehen wir meine Brüder besuchen. Wir testen auch quasi diese Kamera aus. Wenn ihr das feiert mit der Kamera, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Dann kommen auch mehr Vlogs. Und vielleicht machen wir, auch mal so ein Probetraining bei einem Kreisliga-Verein die Tage. Supportet das Projekt mit dem Kreisliga-Verein, dann kommt vielleicht sogar eine ganze Karriere. Aber zu viel geredet, wir gehen jetzt zu meiner Familie. Yo, Digga, steigen wir jetzt ins Auto. Home sweet home, baby. Das war so klar. Wobei, Toilettenlicht ist an. Stimmt, ist Gian noch wach? Was geht ab, Gian? Was geht, Bro? Was machst du? Ich bin gerade am Schreiben, was geht ab? Texte? Ja. Alles fresh? Ja, lass mal was her. Oh. Ah. Du willst Jay ziehen, aber hast kein Lobby, froh wie paar Abiazin de Tonys. Ah. Yeah, yeah. Guck, wie ich auf den Beat komme und direkt zersäge. Ich hab einen langen Säbel in der Hose und du willst ihn in den Mund, aber ich sag, geh mal weiter, du Hund. Stark, ja. Willst du nicht bei Rap Lobby weitermachen für mich? Soll ich? Ja, aber check vorher mal Spotify sagen wir. Wir nehmen gerade einen Vlog auf, wie ich Familie besuche. Geil. Ist Roger auch wach noch? Obwohl, ich bin mir nicht sicher. Also, der hat zu mir gesagt, der wollte einen Film gucken, so vor einer Stunde. Mhm. Ich glaube, der ist oben. Ja, der guckt irgendeinen Film, ich weiß nicht mal was noch. Ich guck kurz. Ich guck kurz, ob er wach ist. Meine Eltern schlafen noch, deswegen müssen wir jetzt leise sein. Bruder! An dieser Stelle ist die Aufnahme leider kaputt gegangen. Ich bin in das Zimmer von meinem Bruder und habe einen Zettel auf seinem Bett gefunden. Und auf diesem Zettel stand, hier ist der Game Master. Yo! Das stand auf dem Zettel. Und dann habe ich weitergeguckt und da stand, ich habe Rojo gefangen genommen. Yo! Dann habe ich auf den anderen Zettel geguckt und da stand, folgt meiner Anweisung, wenn ihr euren Bruder wiedersehen wollt. Ich und mein großer Bruder sind ausgerastet. Und dann ist das hier passiert. Yo, ich habe eine Nachricht bekommen. Wer ist das? Warte, ich gehe drauf. Was ist das für eine Vorwahl? Wenn ihr euren Bruder sehen wollt, dann geht zu diesen Koordinaten. Das ist bestimmt der Game Master. Junge, der Game Master ist nur ein Fabelwesen. Yo. Den gibt's gar nicht. Ich wollte, willst du das wissen? Guck dir sein Profilbild an. Das ist er. Guck. Das ist der! Komm, wir fahren dahin. Warte mal! Was ist, wenn das eine Falle ist? Dann werden wir dafür sorgen, dass er in seine eigene Falle tappt. Und wir müssen es eh machen, weil wir brauchen Rojo. 100%. Nichts geht über Familie. Okay, wir gehen jetzt runter. Mach du Tür zu. Hast du eine Taschenlampe? Nein? Fuck. Was, wenn das ein dunkler Platz ist oder so? Wir brauchen eine Taschenlampe. Wir sind Kinder der Sonne. Wir bringen immer Sonne ins Dunkle. Ja, Digga, wir brauchen trotzdem eine Taschenlampe, sonst können wir nicht sehen. Haben wir keine Taschenlampe hier?
Nee. Lass uns schnell dahin fahren. Ja, warte, ich muss kurz die Koordinaten. Bei. Was ist Böttecke? Da steht Böttecke auf deinem Handy. Bei den Koordinaten. Was ist das? Böttecke. Ist das in Paderborn? Das ist in der Nähe von Paderborn. Aber kennst du Böttecke nicht? Es gibt eine Geschichte über Böttecken. Wer ist er? Warte mal, ich rufe meinen Kollegen an. Der weiß da mehr zu. Nile, er hat mir mal die Geschichte über Böttecken erzählt. Ich rufe ihn an, warte. Nile? Hallo, warte hörst mal, du mich? Ich kann dich gar nicht hören. Ja, hallo. Hey, Bruder. Hey, Bruder. Ja? Ganz wichtig, erzähl noch mal diese Geschichte von Böttecken. Von wem? Von Böttecken. Was ist da noch mal passiert? Bruder, weißt du, Frau von Böttecken, soweit ich mich erinnere, waren da generell mehrere so kirchliche Sachen, auf jeden Fall religiöse Sachen, ich weiß nicht genau, was für Institutionen, ob jetzt Kirche oder Kathedrale, ja. Aber auch sowas, wo du halt so wohnst und halt nur so die ganze Zeit mit der Religion am Chillen bist. Okay. Und da sind auch solche Kriegsgräber und sowas. Ja, aber was ist da passiert? Ja, da wollte ich jetzt hin, und irgendwo dort hat so eine Frau gewohnt. Und die wurde anscheinend, weil die Straße dahin so richtig durch Wald geht und voll viele Kurven hat, wurde die umgefahren, glaube ich. Ich habe die Lore nicht mehr 100%, aber anscheinend wurde die umgefahren und seitdem geistert die da umher. Und, oder manche sagen, sie warnt Autofahrer, aber manche sagen halt, ne, dass sie Rache ausüben will. Rache? Die Frau in Weiß. Das ist wie die Frau in Weiß aus Supernatural, ne? Ja, Bruder, das gibt es anscheinend öfter, wo Leute umgefahren werden, dass sie dann. Ja, Bruder, abgefuckt sind. Okay. Auf alle Ewigkeit. Okay. Danke für die Info. Aber du willst doch nicht hingehen, oder? Doch. Oh mein Gott. Doch. Tu es nicht. Doch. Ich muss. Oder egal, was passiert, ich komme dann wie Dean Winchester. Kein Stress. Ja, okay, danke schön, Bruder. Danke für deine Info. Ich melde mich bei dir. Scheiße, Bro. Hau rein. Digga. Da ist Rojo vielleicht. Wir müssen da schnell hin. Komm. Famos. Jo! Nachricht vom Game Master. Was schreibt der Schwanz? Er schreibt, kommt alleine. Woher weiß er, dass wir zu zweit sind? Warum schreibt er kommt? Ja, woher weiß er, dass wir zu zweit sind? Das kann doch gar nicht sein. Er beobachtet uns irgendwie. Bruder, irgendwas ist hier richtig faul. Ich sag dir ehrlich. Ey, ich hab Gänsehaut. Guck. Ja. Und boom! Schöne Grüße an Kovan. Er hat beim letzten Video einen Daumen nach oben da gelassen und super. Hashtag Glocke aktiv in den Chat geschrieben. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt im nächsten Video, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare und dann werdet ihr vielleicht auch gegrüßt. Aber nur vielleicht. Ich sag dir ehrlich, ich hab ehrlich Angst. Ich schieb mir auch ein bisschen. Weil ich hab Angst, dass Rojo was passiert ist, weißt du? Ey, sollen wir nicht sicherheitshalber noch irgendwem Bescheid sagen? Ja, aber er meinte doch, kommt alleine. Ich scheiß drauf, Mann. Ja, aber was ist, wenn der Rojo was tut? Junge, du glaubst doch selber nicht, dass ich mich nach seinem Ohr umdrehe. Bruder, ich weiß, wir machen keinen Moonwalk auf seiner Nase, aber trotzdem geht es um unseren Bruder. Er könnte ihm irgendwas tun, weißt du? Junge, wenn er das macht... Wir können den nicht einschätzen. Wir sollten erstmal sicher gehen und dafür sorgen, dass Rojo in Sicherheit ist. Ich glaub mir, das Sicherste, was wir machen könnten, ist, wir müssen Onkel anrufen. Nein, lass Onkel da raus. Lass die da raus. Wir machen das. Wir schaffen das. Ja, oh, mein Junge. Guck mal Musik an, du. Digga, warum sollen wir jetzt Musik hören? Junge, mach Musik ab. Check mein Spotify. Achso, okay. Nicht das Lied, nicht das. Okay. The next stop is on the radar radio. Auch nicht das Lied. Junge, check mein Spotify. Ah, okay, sorry. Check mein Spotify. J-I-Y-O. Island. Kotzen Kinder, die die Schulden zum Geld geht. Hause krass. Champion Glück, aber nicht auf der Autobahn. Wir sind schlass schon seit Tagen. Hey, Hamid. Hat der Game Master dir irgendeine Zeitangabe gegeben? Nee, hat er nicht. Sicher? Ja. Egal, gib ein bisschen Gas. Okay. Gib ziemlich alles, was du über den Game Master weißt. Der Game Master ist ein Wesen. Man weiß nicht mal, ob er ein Mann, eine Frau oder überhaupt ein Mensch ist. Der Game Master ist quasi ein S. Nicht wie heutzutage bei der LGBTQF-Community, sondern er ist quasi wie ein Geist.
der nicht ganz existiert in Form eines Menschen, sondern einfach nur in Form einer Gestalt. Er ist wieder zu erkennen, immer über diese Maske, die er in seinem Profilbild anhatte. Weißt du, wie ich meine? Okay. Und man sagt über ihn, er erscheint bei Leuten, die eine starke Zusammenhalt verspüren, wie Brüdern oder Familien. Warum? Weil er neidisch auf das ist, was er nie hatte. Er war immer ein Einzelgänger. Er hatte keine Geschwister, keine Eltern. Seine Eltern sind früh verstorben. Und deswegen ist der Geist von dem Game Master immer nach solchen Leuten aus. Man sagt, der echte Mensch, der gestorben ist und zu dem Geist vom Game Master wurde, war ein Mann, er hieß Marvin, Marvin Kelvin. Und er war jemand, der schon immer seinen Vater gesucht hat. Aber er hat ihn nie gefunden. Warum? Er war Milchholen. Nein, er war Milchholen und ist nie zurückgekommen. Nein. Deswegen, das Ding ist, weißt du, wie er gestorben ist? Wie? Er hat abgelaufene Milcheimer gekauft und ist daran erstickt. Ehrlich? Ja. So klumpig? Mhm. Hier ist Nebel. Amo, ich kenne diese Straße hier. Hier ist Nebel, Bruder. Ich habe davon geträumt vor ein paar Tagen. Ey, aus Meleki war gerade Nebel. Ich weiß, Bruder, ey. Ich schwör's dir, ob du mir glaubst oder nicht, ich habe von dieser Straße geträumt. Vor 2 oder 3 Tagen. Aber der Nebel ist so schwach. Ja. Er ist immer nur so ganz kurz da und dann wieder weg. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber hier ist die ganze Zeit Nebel an den Scheinwerfern, sieht man das. Ey, wir sind sofort da in 2 Minuten. Hey, Bruder! Hey! Ey, da war gerade wer, ich schwör's dir. Laber kein Scheiß, Bruder. Da war gerade wer. Aber genau wie gesagt, wir brauchen noch 1 Minute. Da war trotzdem wer. Ey, vielleicht hat er uns gedingst. Beobachtet. Vielleicht ist das ein Speer. War das einer mit Maske? Das sah nach irgendwas ganz Schlimmem aus. Wir sind da jetzt. Wir sind da. Das ist das hier. Genau hier ist das. Ey, Bruder. Privatweg gesperrt. Siehst du das hier? Ey, Bro, wir können hier safe nirgendwo mehr. Ey, guck mal, das ist hier sogar abgesperrt, Bro. Oh mein Gott, das ist alles verlassen, Bro, ey. Hier war die Schranke, war zu, verstehst du? Hier ist eine Schranke, siehst du das? Ja, und das Ding ist abgebrochen hier rechts. Lol. Boah, das sieht mir echt zu gruselig aus. Hast du das gehört? Ich schwöre, ich habe gerade Klopfen gehört. Ich schwöre auf alles. Bist du draußen, oder? Ja, da. Draußen, oder? Ich habe Klopfen gehört. Mach auf. Junge, du verarsch mich doch. Guck mal, ob das ist. Okay, let's go. Warte mal. Justin, nimm du die Kamera und mach die über deinen Kopf, damit man sieht, was wir filmen. Gib mal noch mal kurz die Kamera, das Licht. Ich meine das Licht natürlich. Ey, wir müssen schnell machen. Ey, Bruder, ich hab gehört einmal, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass das bei Geister wie bei Bienen ist. Rauch beruhigt die. Gib mal auch eine Zigarette. Als Maul. Okay, du hast recht. Okay. Aber ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen zu suchen. Yo! Ich habe wieder eine Nachricht bekommen. Schaut hinter euch. Justin, komm näher mit der Lampe. Komm näher. Da ist doch nichts, oder? Ey, da leuchtet irgendwas. Was ist das? Ein Handy. Komm. Was ist das?